But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits and cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Geralt von Riva, gelernter Lastesel. Zumindest fühle ich mich im Moment so. Und deswegen werden wir erstmal ein bisschen Zeug hier. Oh ja, du könntest mir natürlich was reparieren auch. Der hat ja immer nicht. Oh, der hat immer so wenig Geld, das ist unglaublich. Ja, wie wär's denn mit reparieren? Ja, vielleicht so ein schönes Katzenschwert einmal reparieren. Da verdient er ein paar Münzen, die wir ihm gleich wieder aus der Tasche ziehen können. So, 352 hat er. Na herrlich. Ja, damit kann er sich hier unsere schönen Schwerter schon mal gar nicht leisten. Mann. Ja, da müssen wir ihm halt hier irgendwie die nicht ganz so guten Sachen verkaufen, leider. Was? Geld schon alle? Ja, und den Rest müssen wir dann irgendwie zusehen, dass wir die beim... Markhammerhose, ja, auch nice. Dass wir die beim Rüstungsschmied dann loswerden. Wir gehen ja sowieso in die Richtung. So long. Ups. So, jetzt können wir zumindest schon mal wieder rennen. Ach, hier ist doch auch so ein Händler, den wir Krimskrams verkaufen können, oder? Da ist er. Welcome. Ja, natürlich. What have you got there? Ach, und der hat hier so ein bisschen Pflanzen auch. Entschuldigung, da wundere ich mich bestimmt jedes Mal wieder drüber. Was? Der Pflanzen? Was haben wir denn hier? Ach, ein Bildnishierarch Hemmelfahrt. Ja, super. Ja, hier so ein Becher und sowas können wir ihm ruhig verkaufen. Vandalur Buttermesser haben wir auch irgendwie zwei. Keine Ahnung, wie diese Teile immer in unseren Gesitz, in unseren Besitz geraten. Junge. Deutsch reden schwierig. So, und dann gehen wir hier mal beim Rüstungsschmied vorbei. Wo ist denn der? Arbeitet der noch gar nicht? Das hatten wir schon mal festgestellt, ne? Dass er irgendwie immer erst ein bisschen später arbeitet. Na toll. Jetzt stehen wir hier wieder. Ja, müssen wahrscheinlich bis um 9 oder sowas warten. Dann gucken wir nochmal bei den ganzen Krimskrams-Händlern. Welcome. What have you got there? Und guck mal, ob hier, nee, der hat leider nur Bücher, ob hier einer von denen irgendwie Runensteine hat oder Rezepte für Runensteine. Das wäre mir nämlich super angenehm. Hier, er vielleicht. Er sieht eher aus wie ein Fischhändler.
Show me your wares. Ja, und das... Kirschlikör, was brauchen wir davon? Wir brauchen alle Raune auf jeden Fall, ne? Ja, da geben wir hier gleich mal ein bisschen aus. Und Kirsche nehmen wir auch mal 10. Haben wir Kirsche? Warte, Moment mal. Brauchen wir Kirsche? Haben wir Kirsche? Da ist Alraune. Hier ist der redanische Kräuterschnaps. Ach, auf Zwergenschnaps haben wir so viel einfach. So schön. Saft. Hier, Kirschlikör haben wir nur einen. Okay, na, dann kaufen wir da auch mal irgendwie, was weiß ich. 10. Wir haben ja Unmengen von Geld, ne? Das können wir uns locker leisten. So, und jetzt können wir hier alchemisch, hoffe ich, ein bisschen tätig werden. Jetzt können wir uns nämlich weiße Möwe brauen. Hierfür fehlt uns Rebis. Für den überlegenen Teufelsbewissen, ja, aber Rebis benutzen wir nie, ne? Ist halt auch so ein Ding. Schwertwahl, dazu fehlt uns noch Dings. Okay, Krabbspinnengift, ja, haben wir ja bei unserem Kampf gegen die Krabbspinnen leider nicht bekommen. Okay, für die überlegene Katze, ganz genau. Da brauchen wir einmal Äther. Also einmal Äther können wir uns schon herstellen, auf jeden Fall. Und hier fehlt uns überall noch Bärenfett, ne? Ah ja. Könnten wir uns auch mal kaufen. Was fehlt hier? Leichenfresserblut? Warum haben wir das eigentlich nicht? Also, wir brauchen einmal Äther. Müsste doch eigentlich... Da, Äther. Ach so, dazu brauchen wir jetzt wieder Mutterkornsamen. Ich... Ist mir durch. ach so. Mutterkornsamen. Junge, hast du sowas? Nein, natürlich nicht. Falscher Händler. Aber wir haben hier noch einen Kräuterkundler. What have you got there? Er hat aber auch keine. Und er hat auch kein Bärenfett. Hm. So long. Mann, und da ist es immer, in Novigrad bekommt man alles. Ja, wahrscheinlich muss man wissen, wo man gucken muss. Entschuldigung. So, Rüstungsschmied ist inzwischen da. Ja, sehr gut. Ja, will ich dir verkaufen, habe ich nämlich zufällig da. Show me what you have in stock. So, der hatte auch ein bisschen mehr Geld. Da können wir ihm hier die ganzen tollen Sachen, die wir mitgenommen haben, verkaufen. So, herrlich. Ganz toll. Großartig. So, das war einfach. Der hat auch nicht zufällig die Runensteine, die wir brauchen, oder? Nee, aber wir können ihm ein paar von unseren verkaufen, die wir eh nie benutzen. Hier zum Beispiel so kleine Runensteine. Was machen die? Chance auf Vergiften. Chance auf Taumeln. Ja, so viel von dem Zeug können wir ihm leider gar nicht verkaufen. Ja, weil er auch nicht so viel Geld hat jetzt mehr.
Naja. Wir werden unser Zeug also nicht alles los. Toll. So long. Macht aber nichts. So, und jetzt treffen wir uns endlich mit Zoltan. Way. Sorry. Irgendwo hier vorne steht er. Ja, tut mir leid für dich. Zoltan, mein Guter. Ah, you're here. How'd you make out with Ravi? Ja, war super. Excellent. Now we've just Caesar Bilzen to fleece and we'll be home free. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. It certainly keeps the camp there. No, okay. Can't we just buy the card off him? Doesn't that sound simpler? If I had a coin to spare, I'd sod off to Povis. Said Caesar'd never sell Fringilla. But don't you worry. He won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakam and spirit for him. A taste of the Motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't drink. No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 maids of Vigo Varo at the top of your lungs. That's super. So what's in this cabinet? Ah, no man knows. You'll be the first to see it. I suspect it's something to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Sodomie oder Metallurgie? Ja, lassen wir uns mal überraschen. Chivi! Caesar Bilzen! Remember our quarrel about who's king of the Ponta? The Pike's king of the Ponta. Well, see, I've come to convince you it's the catfish. And I do not come empty-handed. Who's he? Well, him! Well, that's Geralt. Does, Geralt fish? Ja, natürlich. Yeah, cast an earthworm the other day. Caught this huge perch. In the Ponta? You betcha! Can't listen to this hogwash sober. Come in! Das war einfach. So what for Zanders are eager biters if they taste like shite and soapy water? That's cause you're about as good a cook as a goat's arse as a clarinet. Just recently, I took some fresh thyme. And it tasted like thyme-flavored shite. Shut it. So, recently, I took this thyme. Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? Ja, das Wort unlang gibt es nicht. Wir reden uns da ein bisschen raus. Recently isn't a word. Who'd you bring along, Chivi? Some plowing grammar purist? Wilson, did you hear Vibo Batilda last cast a pea and caught a young pike? Ah, cocksuckers lying like always. Ponter pike aren't so dim-witted to go after his rotten peas. You need life bait. Or night crawlers, though the pike aren't as eager, don't know why. Once, dug up a crawly so fat and lovely I started drooling. Would have eaten it myself? I'm not so sure. Geralt, what are you and your pals use up at Caer Morhen? Bomben. Wahrscheinlich. Bombs. How's that? Belvin, heard many jests lately. Though, true enough, that one wasn't very funny. Geralt, go fetch us another bottle. Mhm, ja. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. See the bottom of this one.
Junge, Junge. So, durchsuche das Obergeschoss in Cesar Besens Unterkunft mit Hilfe deiner Hexersinne natürlich. Was gibt's denn hier Schönes? Hm. Ein Buttermesser, na, das lassen wir heute mal liegen. Ach, Leute, Leute, Leute. Ja, angelt der eine oder andere von euch vielleicht? Keine Ahnung. Ist ja nicht so. Jetzt vibriert. Zwergenschnaps. Da haben wir hier eine Tür. Stimmt das? Das Regal ist eine Tür. Fläschchen und Kelch. Naja. Ja, ich vermute nicht, dass wir hier irgendwas Interessantes finden. Ein Kandelaber. Hervorragend. So, dann schauen wir uns mal diesen... Was soll das sein? Ein Angelmesser, ein Schnitzmesser, ein... Keine Ahnung. Looks like it's attached to the tabletop. Mit Gedankenkraft haben wir es gedreht. Ein dreieckiger Schlüssel und reines Silber. Na, da sage ich doch nicht nein. So, und damit können wir bestimmt hier diese Tür öffnen, oder? Ach, guck mal hier. Triangular hole in the wall. Interesting. Na, dann mach doch mal. Fits perfectly. Secret door behind a bookcase. Classic. Ja, tatsächlich. Ein Klassiker der Geheimversteckgeschichte. Oh. Hier oben gibt es eine ganze Menge Zeug, wie es aussieht. Himbeersaft und ein Kästchen, na klar. Wir räumen den hier richtig aus, ne? Hinten fast eine Wasserflasche. Was gibt's hier? Fringilla Vigo. Here's Fringilla. Dining set from which Emperor Mir ate during his coronation ceremony. Cool, wie ist er da rangekommen? Eine Jade-Figur, okay, und reine Silber. Wasn't carved, but produced using magic. Ought to ask Triss about it. Rope with which Stefan Skellen was hanged. Haha, cool. Ein verziertes Schwert. Ja, gut. Eine goldene Saphirkette. Ja, wir klauen den hier gerade arm, ne? Joachim de Wet Skull. Pretty grim curiosity. Definitiv. Full armor of the 7th Dareland Brigade. Excellent condition. Ja, sieht hübsch aus. Ja, die Puppe lassen wir mal liegen. Oha, der Kaiser. Portrait of Emperor Amir, temporal in wood. Pretty flattering, I'd say. Ah, Geralt. So, jo, das war's denn hier oben also. Dining set from which Emperor Amir ate during his coronation ceremony. Achso, was gab's denn hier noch? Hatte ich das schon mitgenommen? Ja, Obst, Apfelsaft, okay. So, da haben wir diese Karte also auch mitgenommen. Und sind mit dieser Quest dann durch. Sehr schön. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. Grown late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Greetings, Belzin. We've a message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute.
If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him! And you two, get lost! Leave him alone. Cleaver will pay extra for killing the Witcher. Well, up to it, lads. Haven't they got all day? Ich finde, Geralt durfte ruhig mal ein Schwert ziehen. Nice losers, you got. Thanks. Oh, how will I ever explain this to Cleaver? I'd recommend a letter. Right. Got a pack. Good luck then. Farewell. Tja, und wir sollten auch gehen, nicht dass Cleaver nachher noch sauer auf uns ist. You're a soft heart after all, Geralt. Ich weiß. Oh, by the by. Splendid job with that last one. Blood splatter nearly hit the ceiling. Looked through Caesar's cabinet upstairs. And? No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Wet's skull, Vatier de Rideau's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite! Disgusting fellow. I think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would be afraid of something. Some go in for that sort of thing. No. If you say so. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier. Magic spell on it of some sort, but I can't tell what kind. Triss ought to know. Good idea. Take it by your house when I get a chance. Ja, das sollten wir tatsächlich mal machen. Ein so eine Statue hatten wir ja schon mal entzaubert und ich weiß gar nicht mehr, was dabei rausgekommen ist. Jedenfalls haben wir da einen nilfgaardischen Edelmann, glaube ich, befreit gehabt. So, got the full set of cards. What now? Now we collect a shitload of coin for them. Let's go. Oha. Ich dachte, das wär's. The exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind? Oh, I'm more likely to. Had so many buyers for these cards, I felt like the bell of the ball. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Don't know much about him, but he's of Duke's ilk, no doubt about that. You know me, Geralt. I'm not prejudiced against anyone, as long as they pay. Fire will them all. Oh, I can't wait to get the King of Beggars out of my beard. Zoltan? Geralt. Nice talking to you, Zoltan. See you later. So, da sind wir auch schon. Was it happened to Faltest again? Ist das hier nicht das Anwesen von Hurensohn? Nee, ne? Ah, at last. I fear the body's gone cold. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed. More or less in that order. Now, the cards, please. I trust obtaining them wasn't too troublesome. Try it and find out. You wish me to try? I'm not as foolish as Earl. You ought to know that by now. Get to work, boys. The dwarf I wish to have alive. I must have a chat with him. Doing it. Geralt. Bastards getting away with my coin. Damn it. With our coin. Chase the horse and I'll tend to the others. Okay. Ja, wo ist er hin? Hier hoch. Ach, Leute. Ach, guck mal, hier. Da mag jemand Redanien. Nee, du sollst die Leiter... Wie wär's mit die Leiter, Geralt? Leiter? Danke. Puh. What? Can't understand a word. Is that a tree? Something close? Puh! No! Ist die Tür hier? Oh, Ich will ja nichts sagen, aber
Ich bezweifle mal, dass das so beabsichtigt ist. Wo kommen wir denn hier oben hin? Zu diesem kleinen Balkon und dann hier runter aufs Dach. Okay. Interessant. Also, das hier ist keine echte Tür. Can't get away, Duke. Might as well stop. Ja, niemals. Oh, was ist hier im Fass? Eine Wasserflasche. Ah ja, falls wir jetzt bei der Verfolgung Durst bekommen. Sehr gut. Oh Mann, jetzt rennen wir einmal über die ganze Stadtmauer oder was? Oh, was gibt's denn hier? Ein Wählender Langschwert, na toll. So, sollen wir hier raus? Nee. Und hier kommen wir diesmal auch gar nicht durch. Eine strategische Karte. Ein bisschen Zwergenschnaps. Oh, und Käse. Nam, nam, nam. Da können wir uns mal die Zukunft voraussagen lassen. Ja, beziehungsweise selbst voraussagen vielleicht. Vielleicht haben wir ja ein bisschen geübt inzwischen. Ups. Geralt, nutzen Sie diese Leiter jetzt. Darunter. Aha. Also hier bei der Wache gibt es eine Menge Schnaps, muss ich sagen. Und auch überraschend viel temerischen Schnaps. Oh, und Smaragdstaub, wo haben die das Zeug denn her? Mann, jetzt klettern wir hier echt durch den ganzen Turm. Oh, wo geht's denn hier lang? Aha, hier kommen wir also raus. Okay, interessant. Cool. Ich wusste gar nicht, dass man hier drin langrennen kann. Ich dachte mal, die Türen wären abgeschlossen. Und wieder haben wir was Tolles entdeckt hier. Toll. So, und jetzt gehen wir also in den Keller runter quasi. Ach, und der Typ ist irgendwie nach ganz unten abgehauen, oder? Nilfgaardischen Zitronenwodka. Also die diskriminieren hier scheinbar nur nach Alkoholanteil bei ihren Getränken, nicht nach Herkunft oder Geschmack. Erblüß, okay, nehmen wir auch mit. Und schon sind wir wieder in der Kanalisation. Na, da freue ich mich natürlich. Geschlossen. Nein. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr und stelle fest, wir werden den Herzog dann wohl beim nächsten Mal zu Ende verfolgen. Sorry, Jungs und Mädels. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, dann auch mit weniger Einkaufen, dafür mit mehr Verfolgung versprochen. Macht's gut und bis dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao. Oh, und wir sind fast schon wieder aufgestiegen, sehe ich gerade. Wir sind schon fast auf Stufe 18. Und das bedeutet, auf Stufe 18 bekommen wir hier einen neuen Slot. Yes! Ja, wie dem auch sei, Jungs und Mädels, macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye!